Willkommen zum Review von Flying Dinosaur in Universal Studios Japan. Der B&M Flying Coaster hat im Park im Jahr 2016 eröffnet, 1124 Meter lang, 46 Meter hoch, 100 km schnell und insgesamt 5 Überschläge. Die Achterbahn befindet sich im Jurassic Park Themenbereich von Universal Studios und ist direkt neben Jurassic Park River Adventure gelegen, der Wasserbahn. Sie schlängelt sich einmal komplett über den Bereich, bereits auch schon mit dem See von weit weg sichtbar davor, und ist auf jeden Fall sehr fotogen und super in Szene gesetzt. Der Bereich selber ist dadurch jetzt nicht mehr ganz so immersiv, das schafft Orlando dann noch mal ein bisschen besser in Islands of Adventure, wenn dort viel mehr Pflanzenvegetation um einen rum ist, um dieses Jurassic Park Feeling zu erzeugen, aber trotzdem so einen schönen Flying Coaster drüber zu haben, habe ich da auf jeden Fall trotzdem deutlich lieber, und das wurde auf jeden Fall alles gut in Szene gesetzt. Denn wir haben dann einmal den Teil, der vom Discovery Center langführt, was auf jeden Fall so mit der Wasserfläche vorne dran sehr gut wirkt. Dann das eine Jurassic Park Portal, um in den Themenbereich zu kommen, ist einmal von dem großen Pretzel Loop umrundet. Und wenn dann der Flying Coaster einmal drüber fährt, das sieht schon mal richtig stark aus. Und finde ich auf jeden Fall auch interessant, dass hier, obwohl 2016 das Ganze kam, auch noch Jurassic Park Gestaltung hatte und nicht Jurassic World. Aber so ist der gesamte Bereich auf jeden Fall stimmig. Und hat auf jeden Fall so mit der Achterbahn und ebenfalls der Wasserbahn zwei sehr starke Attraktionen. Universal hat hier auf jeden Fall eine richtig starke Bahn in den Park gestellt. Zur Eröffnung war es auch der längste Flying Coaster der Welt, wurde jetzt von Flying Fantasyland abgelöst, aber vor allem von der Fahrt ist es ohne Zweifel der beste, den ihr finden könnt und ist ebenfalls auch mein neuer Lieblings-Flying Coaster. Flying Dino ist außerdem auch der intensivste Flying Coaster, den ich bisher selber gefahren bin. Hier wurde auf jeden Fall nochmal eine Schippe auf die anderen der Firma draufgesetzt. Tetsu ist ebenfalls schon sehr intensiv, vor allem der Pretzel Loop, aber hier hat es ebenfalls noch ein paar andere Elemente, die von Kräften her nicht zu unterschätzen sind. Und im August 2023 hatte ich die Möglichkeit, die Achterbahn dreimal zu fahren. Und das war zweimal tagsüber und eine Fahrt, die letzte, war sogar ein Night Ride und bei Regen. Und ebenfalls waren auch alle drei Fahrten hinten im Zug. Die erste Fahrt war direkt in der letzten Reihe, die zweite in der sechsten Reihe, also in der drittletzten, und die dritte Fahrt in der siebten Reihe, also in der vorletzten. Also ist ja eben beim Flying Coaster schon mal optimal. Ich hätte ihn auf jeden Fall sehr gerne auch mal vorne getestet, aber da hier die Reihen zugeteilt werden, war das leider nicht möglich. Bin aber froh, dass ich so viele Fahrten dann immer hinten im Zug hatte, wo das Ganze gerne nochmal deutlich intensiver ausfällt. Wenn es losgeht, haben wir erstmal über den Eingang so ein schönes Portal mit dem Logo einmal, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und dann gibt es drei getrennte Warteschlangen, Single Rider, Fastpass und Normal. Und ebenfalls gibt es für Single Rider und die normale Warteschlange zwei getrennte Wartezeiten anzeigen, wo ihr sehen könnt, wie es da gerade aussieht. Single Rider kann natürlich gerne mal sehr lohnenswert sein, dass die Wartezeit deutlich geringer ausfällt. Bei unserem Besuch war es relativ schwankend, manchmal auch sehr ähnlich, manchmal auch niedriger. Müsst ihr einfach schauen, wie es gerade aussieht. Aber Universal Studios Japan, einer der immer vollsten Freizeitparks mit den längsten Wartezeiten, die ihr auf der Welt finden könnt, ist eine Single Rider Line auf jeden Fall immer eine gute Sache. Die erste Fahrt auf der Bahn hatten wir gegen 11 Uhr, da haben wir unseren Fastpass genutzt. Wir hatten einen Fastpass, wo wir 7 Attraktionen einmal die Wartezeit überspringen konnten und da war ebenfalls Flying Dinosaur dabei. War im Nachhinein auch sehr gut, dass wir darin investiert hatten. Das war eine der vollsten Wochen im Park im Jahr und wegen eines Taifuns, weshalb der zweite Tag bei Universal ins Wasser gefallen ist, nicht geklappt hat, war es nochmal besser, dass wir so den ersten Tag deutlich besser ausnutzen konnten und so auch eigentlich alles Wichtige geschafft haben, unter anderem drei Fahrten auf Flying Dino. Und als wir die Bahn dann zunächst einmal um 11 mit Fastpass gefahren sind, war die Wartezeit bereits schon bei 90 Minuten und ja, die Wartezeit kann hier auf jeden Fall gerne mal länger werden. In der Warteschlange geht es zunächst einmal so ein bisschen an Vegetation vorbei, ist sie auch direkt einmal neben der Warteschlange zu Jurassic Park The Ride, also zur Wasserbahn. Allgemein wurde die Bahn hier noch sehr reingequetscht, weil dafür musste eigentlich nichts Richtiges weichen von Rides her. Es wurde einfach über den Bereich gebaut und die Station befindet sich auch hinten in so einer Ecke drin. Teilweise führt sie sogar noch über den Serviceweg drüber und die Warteschlange wurde ebenfalls dann so neben die von der Wasserbahn einmal reingequetscht, um den Platz hier vollständig auszunutzen. Aber bei einem Park wie Universal Japan, der eh schon sehr platzbegrenzt ist, ist es auf jeden Fall sehr beeindruckend, dass noch ein 1,1 Kilometer langer Flying Coaster vom B&M hier einfach eingliedert werden konnte und Flying Coasters sind ja eh schon nicht gerade kleine Anlagen, vor allem mit der großen Doppelladestation.
Also der Beginn der Q-Line, ein bisschen Pflanzen rundherum, jetzt nichts Besonderes, aber es wird eigentlich immer hässlicher, denn dann folgen einfach große Zickzackplätze. Hier ist wirklich kein Theming und da wäre auf jeden Fall mehr Potenzial gewesen. Das kann Universal bei anderen Attraktionen auf jeden Fall deutlich besser. Die Station ist einmal erhöht im ersten Stock. Das Ganze hat so ein bisschen so ein Industrial-Industrie-Look, da ist jetzt nicht viel dabei. In der unteren Ebene sind dann einmal die ganzen Schließfächer noch ein bisschen von der Q-Line. Aber das ist wirklich alles nicht unbedingt schön. Da kann man jetzt wirklich nicht viel Positives zu sagen. Natürlich passt so das Industrielle zu den Gehegen, zu den Käfigen von Jurassic Park, aber trotzdem schön ist es jetzt nicht. Aber ich muss sagen, lieber so eine gute Achterbahn und dafür dann hier beim Theming etwas gespart. Wenn ihr die Wartezeit überlebt habt, geht es dann zu einem Mitarbeiter und dort werden die Warteschlangen einmal zusammengeführt, weil dann die Schließfächer folgen. Ihr bekommt dann einmal so einen Zettel mit einem QR-Code drauf oder mit einem Barcode drauf und damit könnt ihr euer Schließfach öffnen und schließen. Dann müsst ihr dann einmal alle eure losen Gegenstände reintun, natürlich Rucksäcke und so weiter, aber auch Taschen müssen wirklich komplett leer sein. Aber da das Ganze erst vor der Station ist und kostenlos, finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Da gibt es dann verschiedene Terminals, mit denen ihr ein Schließfach öffnen könnt. Einmal mit eurem Papierzettel mit dem Code drauf. Aber was ein bisschen unpraktisch ist, ihr müsst diesen Zettel dann mitnehmen, um nach der Fahrt wieder das Schließfach zu entsperren. Ist ja vollkommen verständlich, aber so ein Papierzettel für jemanden, der vielleicht nicht gerade eine Tasche oder eine verschließbare Tasche mit hat, hätte man es vielleicht mit einem PIN-Code oder einfach einem richtigen Schlüssel deutlich besser lösen können, meiner Meinung nach. Das schafft Universal auch bei anderen Attraktionen nochmal ein bisschen besser. Aber okay, mich hat es jetzt trotzdem nicht gestört, weil ich hatte eine verschließbare Tasche mit, da konnte ich den Zettel einfach reintun. Dann folgt Metalldetektor, wo überprüft wird, dass ihr ja keine losen Gegenstände mitnehmt und dann wird es wieder auf die drei verschiedenen Warteschlangen aufgeteilt. Aber das war so ein bisschen chaosmäßig und wurde einfach teilweise irgendwo hingeschickt. Solltet auf jeden Fall erst nochmal den Mitarbeitern sagen, in welche Warteschlange ihr seid, weil bei unserer ersten Fastpass-Fahrt wurden wir aus Versehen in die Single-Rider-Line geschickt. Und das war dann zumindest, wenn man nicht Japanisch kann, nicht so direkt offensichtlich, wo man hin muss. Deswegen nochmal den Mitarbeiter sagen, Single Rider, Fastpass oder normal, dann werdet ihr auch richtig hingeschickt. Und dieser Zettel, den ihr habt, stellt das eigentlich auch dar. Also ihr könnt ja nicht als Single Rider einfach wieder in die normale Warteschlange offiziell gehen. Dann geht es nochmal eine Treppe nach oben, dann müsst ihr auch nicht mehr lange anstehen und dann seid ihr in der Station. Reihen werden zugeteilt, Doppelladestation und im Gegensatz zu jedem anderen Park in Japan, Disney ausgeschlossen, ist die Abfertigung richtig gut, Kapazität super und die Züge werden hier wirklich in so einem guten Tempo rausgeschickt. Wir haben insgesamt drei Züge, jeweils 32 Personen pro Zug, also da können auf jeden Fall viele Leute durchgeschleust werden. Und ich finde es auch super, wir haben hier nämlich keine Zwischenbremse. Das ist jetzt zum Beispiel bei Manta und Acrobat der Fall, aber wurde hier komplett ohne gelöst. Es sind eigentlich immer zwei Züge in der Station, einer links, einer rechts, der andere auf der Strecke und sonst kann ein Zug auch schon mal den Lüfter langsam hochfahren. Und da ist auf jeden Fall wirklich keine Zwischenbremse notwendig und das wertet die Fahrt auf jeden Fall sehr auf. Die Station vom Aussehen her ist jetzt auch nichts unbedingt Besonderes, aber so ein bisschen mit Gittern, so als Käfige gestaltet und sieht okay aus, also besser als von außen. Und okay, bei einer guten Abfertigung habe ich da jetzt auch nichts gegen, wenn die rein zugeteilt werden. Wenn ihr schon Flying Coaster von B&M gefahren seid, Tetsu, Galactica, Manta und so weiter, dann kennt ihr schon mal die Züge, das heißt 4 Personen pro Zug, ihr steigt in der Sitzposition ein und dann in der Station noch werden die Reihen einmal nach oben geklappt. Das System ist auf jeden Fall super. Ich bin sowieso ein großer Fan von Flying Coastern. Ich finde sie angenehm. Da hat auf jeden Fall jeder andere Präferenzen. Es gibt so zwei Camps, entweder die Leute mögen sie oder nicht. Ich bin auf der Seite, ich mag Flying Coaster und die Westenbügel von B&M sind da auf jeden Fall schon ziemlich angenehm und man ist trotzdem noch relativ frei. Natürlich im Vergleich ist es bei einem Vekoma Flying Coaster wie Fly, den neueren, mit nur zwei Personen pro Reihe nochmal ein bisschen freier. Aber dadurch sind die Westen dort auch, finde ich, nicht ganz so angenehm im Vergleich zu der Variante von B&M. Beides aber super und auch hier bei Flying Dino, wenn man länger in der Fliegeposition ist, finde ich es trotzdem noch vollkommen in Ordnung. Die Züge von Flying Dino gefallen mir vom Design auch echt gut. Wir haben vorne so einen Flugsaurier, einmal als Frontcar und dann die passende Gestaltung hinten dran, also auf jeden Fall auch schon mal gut umgesetzt. Dann folgt vorne einmal die Weiche und es geht den Lifthügel nach oben. Mit 46 Metern auch eine echt super Höhe und ist damit ja auch einer der höchsten Flying Coaster, die es gibt. Währenddessen habt ihr auf jeden Fall schon mal eine gute Aussicht, wenn ihr ein bisschen nach vorne schaut. Einmal so über die Teile von Universal und die Position ist so auf jeden Fall eh schon sehr interessant. Und daraufhin folgt der First Drop, Höhe von 38 Metern, weil ihr immer noch oberhalb vom Weg seid.
Und im Vergleich zu anderen Flying Coastern, wie zum Beispiel jetzt Manta slash Acrobat oder Tatsu, ist das Ganze nicht in einer kompletten 180-Grad-Kurve ausgeführt, sondern hat nur so eine leichte Neigung drin. Und so vom Gefälle, natürlich für B&M ist es immer noch, deswegen nicht zu steil, aber trotzdem deutlich besser als die anderen Flying Coaster. Und der Drop gefällt mir auf jeden Fall gut, dürfte auf jeden Fall der beste Drop sein auf dem Flying Coaster, den ich bisher erlebt habe. Und dann hinten im Zug gibt es sogar etwas Airtime, wenn es die Abfahrt nach unten geht. Da haben wir einmal das Tal unten und daraufhin folgt einmal noch ein relativ einzigartiges Element, und zwar eine 540 Grad COG Wall. Das ist mehr oder weniger eine normale COG Wall, nur dass hier nicht nur eine, sondern 1,5 Drehungen durchgeführt werden. Sieht von außen interessant aus, fährt sich aber auch richtig gut und ich muss sagen, in der Art eine der besten COG Walls, die ich kenne. Denn zunächst hat man erstmal schön COG, wenn man sich durch die erste Drehung ungefähr dreht. Das ist schon mal ein cooles Gefühl, wenn man so ein bisschen erhöht ist und auch beim Flying Coaster in einer besonderen Position, ist auf jeden Fall echt super gemacht. Und dann folgt noch die letzte halbe Rolle, wenn es schon wieder gegen Boden geht. Und dann werde ich nochmal schön rausgezogen, reingezogen in die letzte halbe Rolle. Habt so ein bisschen Rip, gefällt mir auf jeden Fall. Ist einfach eine coole Mischung. Erst die OG und dann werde ich noch in die Rolle reingezogen, beziehungsweise dann rausgezogen in das nächste Element. Am tiefsten Punkt seid ihr auf dem Rücken dann im Tal, also ähnlich auch wie das Tal von einem Pretzel Loop. Und deswegen habt ihr hier unten auf jeden Fall echt starke Kräfte im Tal und werdet einmal in den Sitz gedrückt. Ist auf jeden Fall echt cool. Und das Element hier, jetzt einmal direkt neben der Abfahrt von der Wasserbahn, ist auch definitiv super in Szene gesetzt. Daraufhin folgt auch wieder ein besonderes Element, und zwar ein Raven Turn. Ist mehr oder weniger einfach ein Halber Pretzel Loop oder ein Immelmann slash Steif Loop ohne die Rolle oben. Kann man deswegen auch nur bei 4D-Coastern und Flying-Coastern fahren. Und ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass sowas Einzigartiges hier ebenfalls verbaut wurde. Und dann oben hat man auf jeden Fall so leicht Floater bei der Ausfahrt. Hinten zumindest im Zug könnte vorne vielleicht sogar noch besser sein. Und davor die starken Kräfte, dreht man sich einmal raus, gefällt mir auf jeden Fall. In der Linkskurve geht es wieder in so ein Tal rein, es folgt eine Rechtskurve. Ihr fahrt einmal über das Jurassic Park Eingangsportal drüber und dann folgt das intensivste Element, was ihr bei der Fahrt und auch allgemein bei Achterbahnen mitfinden könnt, und zwar der Pretzel Loop. Ich bin mittlerweile schon ein paar Pretzel Loops gefahren, aber ich muss sagen, dieser hier zusammen mit Tetsu Magic Mountain ist ohne Zweifel der beste. Von der Größe würde ich sagen, ist das Ganze relativ ähnlich zu Manta bzw. Acrobat, aber ihr habt hier auf jeden Fall nochmal deutlich mehr Geschwindigkeit, wenn ihr reinfahrt. Was nochmal ganz cool ist, der tiefste Punkt führt in den Tunnel, weil dort ihr der Weg durchführt, und dann seid ihr einmal unten auf dem Rücken, habt richtig starke Gehkräfte, es wird kurz dunkel, wenn ihr durch diesen Tunnel fahrt, das ist echt super in Szene gesetzt, und auch der Pretzel Loop mit dem Eingangsportal, das sieht einfach echt richtig gut aus. Ihr liegt hier einfach auf dem Rücken, habt starke Gehkräfte und werdet einfach nur in diesen Sitz gedrückt. Ich persönlich finde es auch hier trotzdem immer noch angenehm. Ich weiß, viele denken da anders, selbst bei den anderen nicht ganz so intensiven Flying Coaster, Pretzel Loops. Aber hier, es drückt stark, aber ich finde es trotzdem noch in Ordnung. Aber länger will man das auf jeden Fall auch nicht haben. Und vor allem wird man hinten im Zug auch super in das Element reingezogen. So ganz leichte Floater vielleicht, aber vor allem mit so ein bisschen Whip da rein. Das gefällt mir auf jeden Fall, weil vorne der Zug natürlich schon wieder Geschwindigkeit aufnimmt. Vorne wäre vielleicht noch interessant, ob es da bei der Ein- oder Ausfahrt noch ein bisschen Airtime hat. Da finde ich so bei Manta so ganz leicht, dass ein bisschen was vorhanden ist. Aber hinten wird man auf jeden Fall super reingezogen, hat ziemlich früh schon die starken Gehkräfte, wenn es einmal unten durchs Tal geht. Das ist auf jeden Fall zusammen mit Tetsu der beste Pretzel Loop, den ich gefahren bin, der beste, den es gibt. Und ist schon ein echt sehr intensives Element. Das gehört ohne Zweifel zu mit den intensivsten Elementen allgemein, die ihr auf Achterbahn finden könnt. Aber ich finde, es macht richtig Spaß und finde es auch noch angenehm. Kommt aber immer auf jeden Fall auch ein bisschen auf die Verfassung, auf den Körperbau an, wie gut man mit so einem Pretzel Loop klarkommt. Dann geht es aus dem Pretzel Loop raus. Es folgt erstmal ein relativ niedriger Airtime-Hügel. Finde ich cool, dass B&M das Ganze hier auch etwas öfters dann eingebaut hat. Und dieser Hügel hat auf jeden Fall ein bisschen Floater-Airtime, wird einmal kurz in den Sitz gehoben, macht auf jeden Fall Spaß. So von der Airtime-Intensität her würde ich sagen, dass an erster Reihe Fly das Ganze hier auf jeden Fall noch nicht rankommt. Da hat Vekoma noch ein bisschen mehr abgeliefert. Aber auch hier, vor allem für B&M, hat der Flying Coaster echt ein paar nette Airtime-Momente, welche echt eine Menge Spaß machen und das Fahrgefühl nochmal aufwerten, dass einfach mal eine schöne Abwechslung ist im Vergleich zu den konstanten Gehkräften. Dann seid ihr vorne am Wasser, es folgt eine leichte Rechtskurve, direkt beim Discovery Center entlang, wurde einfach sehr schön platziert. Danach auch schon die nächste Inversion, Inland Twist, dreht euch einmal durch, etwas Hangtime, oder ihr seid etwas auf dem Rücken und spürt das, kann man beim Flying Coaster immer so schwer betiteln, auf jeden Fall eine weitere nette Inversion.
Und dann haben wir noch ein Helix, welcher echt gut intensiv ist mit guten Kräften. Da werdet ihr echt einmal stark in die Weste vom Bügel gedrückt. Macht Spaß. Und nach diesem Helix folgt nochmal ein letzter Erdtemoment, so eine Abfahrt, kein richtiger Erdtemhügel, sondern es geht in so einen Mini-Drop nach unten und hier habt ihr ebenfalls nochmal kurz Floater-Airtime. Und dann folgt nochmal ein langer Inline-Twist mit etwas Hangtime zum Ende, bevor ihr dann einmal in die Schlussbremse fahrt. Mit über 1,1 Kilometern hat die Bahn auf jeden Fall eine gute Länge, aber ihr fahrt ja auch mit echtem gutem Tempo hindurch. Das schöne Fliegegefühl kommt auf jeden Fall teilweise auf, aber mit den ganzen intensiven Elementen, durch die ihr einfach durchgezogen werdet, ist es schon mal ein bisschen was anderes. Da zum Beispiel Manta, Acrobat Galactica noch so ein bisschen mehr das Fliegegefühl, da ihr ein bisschen langsamer unterwegs seid. Aber ich finde das hier einfach mal eine echt andere Sache und das Layout ist auf jeden Fall echt stark, da es einfach keinen Moment zum Luftholen gibt. Bis zum Ende intensive Elemente, sehr viel Inversion drin, trotzdem noch ein bisschen Airtime, ein paar besondere Sachen wie der Raven Turn oder vor allem die echt coole COG Wall, einen guten Drop zu Beginn und auch keine Zwischenbremse, wo ihr erstmal abgebremst werdet. Das heißt, hier wurde auf jeden Fall sehr viel rausgeholt und wie ich schon gesagt habe, von der Fahrt ohne Zweifel der beste Flying Coaster, den ich bisher erlebt habe. Natürlich vom Gesamtpaket her mit dem Theming von Atmosphäre, da hat Fly auf jeden Fall noch mal ein bisschen die Nase vorne. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich auch allgemein Flying Dinosaur wahrscheinlich leicht bevorzuge. Und das Ganze ist für mich auf jeden Fall auch eine Bahn, die in meine Top 25 gehört. Hat mir echt super gefallen. Und das Ganze war ja auch noch viele Jahre, bevor Velocicoaster gekommen ist. Natürlich, Universal hatte schon immer mal größere Bahnen in ihren Parks. Aber nie so richtig etwas, was auch so in die Top 25 gehört hätte. Und das wurde 2016 geändert. Natürlich, mittlerweile gibt es dann auch schon Islands of Adventure Velocicoaster, was auch eine richtig starke Bahn ist, konnte ich im Vergleich jetzt noch nicht erleben, aber dort wurde sogar meiner Meinung nach nochmal eine Menge mehr rausgeholt. Da finde ich auch so die Anlegung nochmal ein bisschen besser, mit der Mosasaurus Wall, einmal direkt vorm Discovery Center, das wirkt super und dort wurde auch aus der Queue-Line deutlich mehr rausgeholt im Vergleich hier zu Flying Dino und vor allem der erste Teil von der Strecke hatte auch deutlich besseres Theming. Also noch so ein bisschen mehr von Velocicoaster von der Gestaltung hier reinzubringen, ein paar mehr Felsen, eine schöne Station, gerne auch so im Stil von Velocicoaster, wäre hier auf jeden Fall auch cool gewesen, aber mit dem wirklich begrenzten Platz hätte man das kaum umsetzen können und ein Flying Coaster ist auch schwieriger zu gestalten und deswegen finde ich es trotzdem super, was hier in Japan rausgeholt wurde. Also wie schon gesagt, besser wäre ein Flying Coaster, die Bahn ist schön lang, echt total intensiv und vor allem da die Highlights von der Intensität her, das Tal vom Raven Turn, dann einmal der Raven Turn selber noch mit dem Tal, der Pretzel Loop und am Ende nochmal der Helix. Die sind wirklich echt richtig stark. Die Bahn ist allgemein sehr smooth, gutes Fahrverhalten, abgesehen von einer Stelle. Und zwar das kurze Tal zwischen Raven Turn und Pretzel Loop. Dort ist irgendwie so ein kleiner Ruckler-Schlag drin, der ist echt ein bisschen unangenehm. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Weil es gibt andere Stellen, wo man auch deutlich schneller unterwegs ist und die auch deutlich intensiver sind. Aber da ist so ein spürbarer Ruckler, kleiner Schlag drin. Durch die Westenbügel trotzdem sehr angenehm, aber dann schon prägnant spürbar und wäre interessant zu wissen, was da irgendwie falsch gelaufen ist. Ich hatte insgesamt 3 Fahrten auf der Bahn. Die erste mit Fastpass letzte Reihe 11 Uhr. Die zweite war dann so am späten Nachmittag gegen 18 Uhr. Das war mit Single Rider. Da mussten wir auch echt nicht so lange warten. Das war ziemlich angenehm. Da ging es dann doch schnell durch und war auch weniger als angeschlagen war. Das Highlight war auf jeden Fall dann aber die dritte und letzte Fahrt, die wir hatten. Das Ganze war ein Night Ride. Wir mussten nicht warten, es war Walk-On und das Ganze bei Regen. In Japan machen Attraktionen bei schlechtem Wetter ja auch gerne schnell zu. Hat sich später auch, weil der Regen dann echt stark wurde. Aber wir konnten noch eine Fahrt im Regen mitnehmen. Und nicht warten müssen, weil der Park sich dann doch schon sehr geleert hat. Kann ich jetzt nicht sagen, ob das allgemein bei Universal Japan ist, dass es da abends deutlich leerer wird, wo man mehr Fahrten schaffen kann. Könnte gut sein, dass es jetzt hier am Regen gelegen hat. Und dass ja dann auch schon so die Anfangsstufen vom Taifun waren. Weshalb der zweite Tag dann nichts geworden ist und Universal komplett geschlossen hatte. Aber da dann abends einfach so den Night Ride zu haben, ohne warten, war auf jeden Fall sehr besonders, dann auch noch in der vorletzten Reihe. Wir hatten sogar dann eine Reihe für uns selber bekommen, konnte jeder sogar nach außen, was ja beim Flying Coaster noch ein bisschen cooler ist, aber auch die inneren Sitze sind trotzdem noch echt gut. Und einen Flying Coaster bei Regen zu fahren, fand ich auch nochmal sehr besonders, weil durch die Position, wenn ihr normal fahrt, werdet ihr gar nicht mal so nass. Auch auf dem Lifthügel ist es alles doch vollkommen in Ordnung. Aber dann habt ihr natürlich immer die verschiedenen Elemente, welche euch auf den Rücken drehen. Zum Beispiel die erste COG-Ball, ihr dreht euch einmal rum, dann bekommt ihr so ein bisschen Wasser vom Regen ab
und dreht euch wieder weiter. War auf jeden Fall ein sehr interessantes Gefühl, einen Flying Coaster mal bei Regen zu fahren. Und sonst auch das Pacing, richtig stark dann, da die Bahn sich gut aufgewärmt gehabt, dann auch so bei Regen. Das war so ein einzigartiges Gefühl, dann im Dunkeln über diesen Bereich zu fahren von Jurassic Park, was ja eh schon so ein sehr besonderes Feeling hat von der Atmosphäre her, vom Aussehen. Da hat das Ganze auf jeden Fall nochmal sehr aufgewertet. Deswegen, wenn ihr im Park seid und der Park bis abends offen hat, auf jeden Fall probieren, Night Ride zu bekommen. Das lohnt sich definitiv. Weil man hat einfach dann nochmal so deutlich mehr Out-of-Control-Feeling. Man sieht nicht genau, wo es als nächstes hingeht. Also, man bekommt dann nicht mehr ganz so stark viel mit, was das nächste Element. Der Überblick geht so ein bisschen verloren. Vor allem noch so in dem Pretzel Loop im Rail Return drinne. Das ist echt sehr gut gemacht. Und bis zum Ende zur Schlussbremse einfach so viel Tempo, da hätten sogar noch mal ein paar Elemente folgen können. Da die Abfertigung gut ist, steht man hier wirklich auch nicht lange auf der Schlussbremse. Das kann ja bei den anderen gerne mal vorkommen, dass man noch mal warten muss, aber nicht bei Universal, da wird das Ganze echt super abgefertigt. Und deswegen kann ich nur sagen, ja, Flying Dinosaur konnte mich auf jeden Fall überzeugen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir trotzdem 3 Fahrten geschafft haben, auch wenn wir einen Tag weniger da hatten im Park als eigentlich geplant. Und das ist eine Bahn, die ich auch sehr gerne noch deutlich öfter gefahren wäre. Aber durch die Intensität auf jeden Fall sehr besonders und hebt sich da nochmal von anderen Flying Coastern ab. Hier hat B&M auf jeden Fall eine sehr tolle Anlage im Park gestellt. Ich finde echt cool, dass Universal in sowas investiert hat. Und das wertet das Portfolio vom Park auf jeden Fall sehr auf. Und gehört ebenfalls für mich auch zu den besten Achterbahnen in ganz Japan. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von Flying Dino haltet. Ihr könnt euch ebenfalls auch gerne die Reviews von anderen Flying Coastern, die ich gefahren bin, anschauen. Flying Phantasialand, Manta, Tetsu Galactica sind ebenfalls alle schon online, um da ebenfalls mal einen Einblick zu bekommen. Aber sonst, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!